Janna spielen wie ein Challenger, da hast du Bock drauf, dann bist du hier genau richtig. Heute schauen wir uns Knox an, Challenger 1300 LP mit dem dezenten Level von 1500, Leute, ja. Wir haben hier also einen absoluten League-Connoisseur mal wieder am Start. Janna, fangen wir an. Ich glaube, Lulu mache ich dann direkt danach und kann man das hier nehmen? Ja, kann man. Also, let's go, Janna. Ja, nach wie vor einer der besten Enchanter-Supports. Kann man grundsätzlich nicht viel falsch machen. Also, wenn ihr jetzt Janna auswählt, gibt es wenig, was jetzt so richtig schief laufen kann auf der Lane. Es gibt so ein paar Counter, Pike, Blitzcrank, Leona. Können euch ganz schön an den Kragen gehen, wenn die gut sind. Weil Jannas Survivability natürlich nicht die höchste ist. Ansonsten ist sie aber ziemlich sicher. Es kommt halt ein bisschen drauf an, wie ihr spielt. Was schon mal interessant ist, sie nimmt hier. Hier als Summoner-Spell bei Supportern. Habe ich auch eher in so High-Elo-Replays gesehen. In eurer Elo, in Gold, Silber, weiß der Geier was. Da werden die Leute dann eher sowas sagen wie, Ghost of Janna, Bro, bist du dir da sicher? Dabei kann das natürlich eine ausgezeichnete Wahl sein. Oh, hä, warte mal eben. Hätten die die nicht da holen können? Ich meine, sie haben ihren Flash, aber ich möchte sagen, die hätten... Ach nee, wegen Heal dann wahrscheinlich nicht. Huh, interesting. Naja, ihren Heal zu kriegen ist schon mal gut, weil dann ist die ohnehin verwundbare Janna ja noch verwundbarer. Ach ja, den Bild werde ich euch auch wieder verlinken. Entweder in der Videobeschreibung oder als Kommentar. Weiß ich noch nicht. So, Jannas Fähigkeiten sind zum Glück endlich auch mal einfach zu erklären. Das Makro-Game wird dann natürlich wieder interessanter. Wann roamt man? Weil das macht wirklich so, das macht nochmal einen Unterschied zwischen Newbie-Support und guten Support. Wann roamt man? Diese Makro-Game-Decision-Making-Sachen sind relativ kompliziert. Weil eine gute Janna roamt auch zu so einem ganz komischen Zeitpunkt mal Top-Lane, um dann irgendwie einen Gank abzuwehren, wo sich jeder denkt, hä? Warum ist sie jetzt gerade Top-Lane? Ja, das, da kann man so witzige Sachen mit Janna machen. Weil sie halt auch relativ schnell so über die Map fliegt. Ach ja, wir wollten ja noch die Fähigkeiten erklären. Tailwind. Janna gains 8% momentan. Also sie bekommt 8% Move Speed, wenn sie zu verbündeten Champions läuft. Und wenn verbündete Champions zu ihr laufen, kriegen diese Champions dann nochmal 8% Move Speed. Ja Leute, das ist doch nice. Q ist wohl die bekannteste Fähigkeit. Das ist dieser Tornado. Heißt aber Howling Gale. Ich will mir das mal kurz sagen. Grow stronger over 30 seconds. Also der wird stärker, der wird vor allem größer, je länger ihr den aufladen lässt. Und wer getroffen wird, ist eine halbe Sekunde knocked up. Warte mal. And knock up duration increase based on how much the tornado grew. Also es kann sogar länger als eine halbe Sekunde abknocken, wenn ihr den noch ein bisschen länger laufen lässt. C4. While this ability is available, Janna gains move speed and is ghosted. Ghosted heißt, du kannst durch Einheiten laufen. Sie kriegt nochmal ein bisschen mehr Movement Speed, was aber ein bisschen random ist. 6%, was mit AP scaled. Aktive ist so ein kleiner Slow, was auch mit AP scaled, die Slow. Die Slow Stärke. Und das macht auch ein bisschen Damage. So, ach ja, E ist auch sehr wichtig. E ist auch einer der wichtigsten Fähigkeiten tatsächlich, weil... Warte mal kurz, die Passive davon kann ich gar nicht. Janna gains Janna gains 15% Heal and Shield Power. Also ihre Heal und Schilder machen mehr sozusagen. Immer wenn sie die Bewegung einschränken, also mit Q, W oder Ulti, schätze ich mal. Janna grants an ally champion or turret shield, decaying over 5 Sekunden, while shielded they gain attack damage. Ja, der zweite Part ist tatsächlich ziemlich wichtig davon. Also wenn ihr jemandem einen Shield gebt, dann kriegen die nicht nur ein Shield, was mit AP scaled, sondern sie machen auch mehr Damage, was mit AP scaled. Also mir fällt gerade auf, dass ihr sehr viel mit Janna
sehr viel von Janna mit AP scaled, aber niemand so richtig full AP Janna geht, sondern eher. Also sie hat schon relativ viel, wenn ich hier die Items anschaue. Aber eigentlich kaufst du mehr so die Support-Items, die hier mal ein bisschen 10, 20 AP haben, weil du gehst ja eigentlich nie full AP. Aber wir haben mal eine witzige Idee zu versuchen, full AP Janna zu gehen. Das könnte eigentlich. Weil alles hier hat AP Scaling, deswegen komme ich gerade auf die Idee. Ach ja, die Ultimate, da könnt ihr backknocken. Backknocken ist nochmal was anderes als abknocken. Weil ich glaube auch backknocken bedeutet, dass Yasuo zum Beispiel nicht ulten kann. Aber auf dem Q kann er natürlich ulten. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht kann Yasuo auch mit Knockback ulten. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Also wenn ich Rammus spiele und mit Q einen so wegkicke, möchte ich sagen, dass der ulten kann, oder? Aber bei dem Rammus Q-Wegkick ist der auch kurz in der Luft. Bei Jandas eher weiß ich nicht, ob die kurz in der Luft sind. Ich bin mir nicht sicher. Ja, das bleibt bis zu 3 Sekunden die Heilung. Wenn ihr euch aber bewegt oder eine Fähigkeit einsetzt, endet der Monsoon. Das ist auch ganz wichtig. Ja. Janna. Sowohl als Solo-Support als auch als Duo-Support eine sehr, sehr gute Wahl. Als Solo-Support werdet ihr natürlich noch mehr roamen über die Map, wie sie jetzt schon macht. Guck mal, ihre Seraphine ist alleine auf der Botlane mit TP, ist sehr sicher. Seraphine ist ein sehr sicherer Solo-Lane-Pick, weil sie halt aus der Entfernung sich einfach hochfarmen kann. So eine Combo ist an sich schon mal gut, wenn ihr viel roamen wollt. Das Problem ist, also roamen mit Janna ist sehr gut, ja. Wenn euer ADC das Prinzip aber nicht versteht, dann habt ihr halt ein Problem, wenn ihr die ganze Zeit rumheult. Hä, mein Support hat keinen Bock mehr auf mich, weil die nicht verstehen, dass es sich halt lohnen kann, wenn du roamst, ja. Aber wenn du so einen typischen Mem-ADC hast, der dann immer noch rumweint die ganze Zeit, mein Support ist weg, mein Support ist weg. Dann macht das natürlich weniger Spaß, weil es macht zum Beispiel keinen Sinn. Angenommen, Janna und Seraphine chillen jetzt in der Botlane und Sivir ist alleine da und Ivan Support roamt und ja, er spielt Ivan Support in Challenge. So, mal angenommen, sie bleiben da zu zweit, aber der Ivan roamt, ja. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Es würde Sinn machen, wenn die den unter diese wir dann unterm Turm pressern könnten oder vielleicht sogar einen Kill holen. Aber wenn die dann nur zusammen chillen, macht das null Sinn, 2 gegen 1, ja. Also als kleine Faustregel, wenn der gegnerische Support roamt, musst du meistens auch über die Map. Ja. Du kannst natürlich Glück haben und der Roam geht über in die Hose, die machen ein überaggressives Play oder irgendwie sowas. Ja, das kann natürlich vorkommen. Bisschen AFK gerade. Bloß meistens ist der Roam ja aus einem bestimmten Grund gemacht vom gegnerischen Support. Und wenn ihr dann nur bei eurem ADC hockt und da nicht viel passiert auf der Lane, ist es halt extrem schlecht. Also Roaming als Support, da könnte man ein ganz eigenes Video zu machen. Ihr wollt natürlich idealerweise zu so Fights roamen, wo ihr dann auch einen Drake oder einen Herald oder einen Baron kriegen könnt oder halt einen Turm einreißt oder so. Aber auch so ein randomer Janna roam kann sich sehr, sehr lohnen. Ich spiele Janna selbst auch sehr gerne, weil es einfach ein Pick ist, der nicht so viele Schwachstellen hat. Zum Beispiel, wenn du Brand Support spielst, ist die Schwachstelle, dass du meistens 0-10 gehst und alle genervt sind. Wenn du Leona spielst, können deine Engages, selbst wenn du die Engages triffst, sinnlos sein, weil du dann vielleicht gerade gegankt wirst in dem Moment. Und diese Momente, wenn ich Jungle spiele, auf dem Weg zur Lane bin und genau in dem Moment der gegnerische Engage Support reingeht. Oh Mann, das sind diese Free-Kill-Momente. Ja. Weil du merkst genau, normalerweise spielen die Lanes ja sicher und du musst dir immer gefühlt irgendwie irgendeine Special Idee ausdenken, dass der Gank überhaupt funktionieren kann. Aber wenn die gerade dann reingehen, wenn du auf dem Weg zur Lane bist, Mamma mia, das ist dann meistens ein erfolgreicher Gank. Ja. Weil viele Leute, gerade so in eurer Elo, Bronze, Silber, was weiß ich, ja, vieles Engage-Supports werden da einfach immer reingehen, ohne Wards zu haben, ohne zu wissen, wo der gegnerische Jungler ist. Ja. Und das kann man natürlich sehr leicht als Jungle dann punishen.
Man weiß natürlich, die sind irgendwie darauf ausgelegt zu engagen. Und wenn die nicht mal Wards einsetzen, sind das meistens Free Ganks, Free Kills. Ja, Leute. Als Janna seid ihr so ein bisschen die gute Seele eures Teams. Ihr wollt der Beschützer sein, ihr wollt hier mal ein Schild geben, da mal eine Ulti zur Heilung einsetzen und zögert nicht, die Ulti zur Heilung einsetzen. Also ich nutze die Ulti fast zu 90% nur, um mein Team zu heilen und selten, um jetzt jemanden wegzuschubsen, weil zum Wegschubsen nutze ich gefühlt eher das Q oder vielleicht den Slow vom W. Oh shit. Achso, das war Seraphine. Ich dachte eben, das war sie, die da down gegangen ist, aber nope. Kiana, Classic, Schubs gegen die Wand. Ja. Also ihr müsst halt Support Marco Game verstehen, damit es richtig funktioniert, der Pick. Ist nicht so einfach, das kann ich euch in dem Guide gar nicht so richtig vollständig erklären. Da müsst ihr halt so. Also wenn ihr Support Main seid, dann habt ihr irgendwann drauf. Weil kann ich roam? Weil nicht, weil natürlich macht es auch keinen Sinn, dann zu roam, wenn euer ADC dann einer schwachen Lane ausgesetzt ist und der dann immer nur runtergecampt wird. Das macht dann natürlich auch keinen Sinn. Also ihr braucht schon einen ADC, der aus Entfernung farmen kann, wie halt Seraphine. Das ist jetzt kein ADC, aber Botlaner halt. Sowas wie Caitlyn geht meistens auch, wobei ich bin mir gerade nicht sicher. Also theoretisch müsste Kate von der Range gehen, weil die eine hohe Auto-Attack-Range hat. Weil ich glaube, 2v1 Caitlyn? Ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich bin kein Caitlyn-Konnoisseur. Sowas wie Ezreal funktioniert, wobei da müsst ihr auch vorsichtig sein. Viele Ezreal-Spieler, ich würde sogar behaupten, die meisten Ezreal-Spieler haben keinen Plan, wie der Champ so richtig funktioniert. Und wenn die nicht verstehen, dass sie auch alleine auf der Lane stehen können und mit Q dann last hitten im Zweifel, dann habt ihr mal wieder ein Problem. Und Janna ist auch sehr gut im sogenannten Front-to-Back-Fight. Was heißt Front-to-Back? Wenn ihr die halt zurückhaltet, ist Janna extrem gut, weil sie dann immer ihre Tornados raufhauen kann, ihren W-Slow, Schilder geben kann, etc. pp. Ich habe mich eben so gewundert, es war Sylas, der die Janna-Ulti geklaut hat. LOL. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Move ist. Ach, die haben Nunu Midlane. Die spielen immer so witzige Teamcoms in High Elo. Das ist irgendwie witzig. Ah, dieser Ivern-Support ist auch ziemlich gut. Den hatte ich letztens erst in einem Game. Aber auch ein guter Spieler geht manchmal 1-7. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, Leute, ansonsten, Janna ist zurzeit ein S-Plus-Tier-Pick. Hat wenig Schwachstellen, wenig Counter. Und die sie countern, können es meistens nicht richtig spielen. Weil es ist halt 2v2 zu engagen. Jetzt mit sowas wie Leona oder so ist meistens auch riskant. Er braucht dann meistens noch die Jungle-Hilfe. Und selbst dann kann Janna in einigen Momenten rauskommen, wenn sie ihren Q gut platziert, ihren Tornado, ja. Schon ein bisschen OP, ganz ehrlich. Janna ist schon ein bisschen OP. Er geht Moonstone into Anti-Heal-Item, Cooldown-Boots, ziemlich Standard. Also diese Cooldown-Boots kann man gefühlt auch auf jedem Champion bauen und es lohnt sich so. Ich glaube, das sind so die besten Preis-Leistungs-Boots im Game. Die könnt ihr auf fast jedem Champ bauen, so. Die sind ziemlich nice. Aber ihr braucht natürlich ein gutes Team als Support. Ohne gutes Team könnt ihr auch nicht so viel machen, ne? Könnt es ein bisschen beeinflussen mit den Roams und so und ja. Leute. Ich hoffe, dieser kleine, aber feine Janna-Guide hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten High Elo Replay wieder, Leute. Bis denne. Ciao.